Würdest du Julian Nagelsmann zu Tottenham raten, wenn die denn wollen? Ja, ich glaube, dass Tottenham in mehrfacher Hinsicht ein spannender Verein ist. Sie haben momentan wahrscheinlich mit das modernste, schönste Stadion, das es auf der Welt gibt. Sie haben eines der besten Trainingszentren, das es im Moment gibt. Daniel Levy, der den Verein schon seit vielen, vielen Jahren führt, zwar immer wieder auch ein bisschen sehr aufs Geld achtet, also jetzt kein Big Spender ist, aber trotzdem jemand, der das Fußballgeschäft kennt und der sich auch selber nicht unbedingt in den Mittelpunkt und in den Fokus der Kamera stellen möchte. Und sollte Tottenham ihn wirklich haben wollen, dann glaube ich, wäre es trotzdem wichtig, wenn dort eben auch ein Sportdirektor noch da wäre, der ihm zur Seite steht. Paratici ist, glaube ich, gesperrt, soweit ich weiß. So ist es wegen des Skandals von Juve. Daher glaube ich, dass das ja eine sehr, sehr spannende Geschichte sein kann. Da ist Luft nach oben, jede Menge Luft nach oben im Moment. Und trotzdem jetzt kein Verein, bei dem man jetzt von Haus aus erwartet, dass man dort sofort unter den ersten ein, zwei oder drei landet. Und trotzdem ist es möglich, wenn man gut arbeitet. Pochettino hat es damals schon gezeigt, als er dort Trainer war. Champions League Finale in der Liga unter den Top 4 gewesen. Ja, und es ist London, das muss man einfach auch nochmal sehen. Das ist natürlich schon auch hohe Lebensqualität für jeden Trainer, aber auch für jeden Spieler.